Hallo, Teil 2 heute, guten Morgen. Heute habt ihr richtig Videomaterial, könnt ihr euch reinpfeifen. So, die Übereignisse übereignen sich. Und wir haben gestern Abend, oder beziehungsweise in der Nacht rein, habe ich mit Micha, Johannes und Kai ein bisschen gebastelt im Discord. Und haben halt ja versucht, das ein bisschen zu nachzubauen, sag ich mal. Ihr habt das Video von Micha gesehen, das letzte. Da ist auch wieder ein lustiger Effekt rausgekommen. Und das ist schon mal cool. Und ich bin am Pen gegangen. Ich hatte halt gesagt, hier, probiert mal das noch oder so, um eventuell dorthin zu kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will gar nicht lange hier rumdalfern. Ich bin dann heute aufgewacht früh. Und hatte in Telegram eine Nachricht von Johannes, eine Videonachricht, die werdet ihr jetzt gleich im Anschluss sehen. Und ja, er hat es jetzt erfolgreich nachgebaut, mit demselben Effekt, sage ich mal. Also würde ich mal sagen, der erste erfolgreiche Replika oder Nachbau ist eben jetzt da. Und ja, ne? Ja, keine Ahnung, Johannes. Falls ich deine Erlaubnis nicht habe, dann tut mir das leid, Digga. Dann werde ich vielleicht das Video auch löschen. Aber wäre cool, wenn du mir im Nachhinein noch die Erlaubnis gibst, sorry. Wir hatten ja nicht drüber gesprochen. Ansonsten würde ich dich halt bitten, dass du das Video auf deinem Kanal nochmal hochlädst oder vielleicht das Video mit noch ein paar Erklärungen von dir auch oder so. Ja, ich... Ist klar, ne? Ich muss mich jetzt ranmachen und irgendwie das versuchen, so einfach wie es halt geht, darzulegen, sage ich mal. Ich habe sehr bewusst auf die Videotitel geachtet. Also wenn ich das Gleichstromschwingung nenne, dann ist das, was ist das eben nicht dieses echte Joule Thief zum Beispiel. Das müsst ihr unterscheiden. Also es sind mehrere Sachen. Und ich denke, wir haben jetzt hier mit dem Joule Thief schon mal einen erfolgreichen Nachbau. Und wie gesagt, auch das Video hier könnt ihr teilen, macht was ihr wollt damit, ladet es bei euch hoch, monetarisiert das, mir scheißegal, wenn YouTube meldet, dass ihr Probleme kriegt oder was weiß ich, dann lösche ich mein Video, das, dann wisst ihr, dass ihr teilt dann eure Sachen, ne? Mir scheißegal, Digga, und es interessiert mich nicht mehr. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß damit und ja, ich hoffe, gerade auch nochmal an alle Bedini und Schuldiv-Bastler, es war nicht umsonst, Männers. Hey Lippi, Grüße. Jo, guck mal, ich mach's ja extra im Breitformat. Ich hatte ja das umgeklemmt hier auf gegen Plus, ne? Ist immer noch dasselbe Batterie, alles gut. Und was hatte ich vorhin gesagt? Hier 1,05 irgendwas, keine Ahnung, war wahrscheinlich so gar in Richtung knapp 1 Volt gerade so. Jetzt hat's 1,1. Hier nochmal wegen Messbereich, ne? Man sieht's. Die ist gestiegen. Moment, jetzt haben wir wieder einen Wackler drin. Moment, Wackler muss wieder weg. Ja. Ich habe die im Leerlauf gemessen gehabt mit den 1,0 irgendwas. Okay. Das mal dazu. Wenn du Bock hast, kannst du mit verwenden, ne? Kurz und knapp, dieses Ding Joule Thief mit Bedini. Also das Joule Thief ist von, geht immer, die LED geht hier auf ein Minus. Ihr müsst aber auf ein Plus gehen. Natürlich ist das alles noch ein bisschen Abstimmungssache. Wichtig ist, dass eure, also ich kann euch nur sagen, was ich jetzt Stand der Dinge, ob das nur alles 100% so stimmt, weiß ich auch nicht. Ne? Aber wir haben Links-Rechts-Spule beachtet und eben anstatt Joule Thief Normalausgang eben Ausgang auf Plus Eingang, wie Bedini. Also jeder Joule-Thief-Bauer und Bedini-Bauer, ja, wir hatten sie die ganze Zeit vor uns, Jungs. Naja, ist nun mal so ein bisschen Abstimmungssache. Oh, ich bin nur dabei, wisst ihr, ich habe ein bisschen natürlich jetzt wochenlang damit rumexperimentiert etc. Ich habe auch schon ein paar vereinfachte Regeln oder was ich eben bemerkt habe. Und ich will jetzt gar nicht länger rumquatschen, ich mache da nochmal ein extra Video. Für jeden, der natürlich schon irgendwelche Formeln hat oder so, ja, Jungs, ne? Let's go, Männers, haut's raus. Ja, in diesem Sinne. Achso, naja gut. Eine Kleinigkeit möchte ich noch loswerden nebenbei.
Und zwar, ich habe es ja schon oft gemacht, Jungs, und gerade auch der ein oder andere weiß es ja auch von meinem Danke-Video. Ich werde das wahrscheinlich hier an der Stelle nochmal verlinken, aber ich werde mich trotzdem, es gehört sich trotzdem, das muss ich hier an der Stelle nochmal bedanken, Männers. Ich bedanke mich. Ihr wisst selber, ich hatte schon gesagt, ich hätte fast aufgegeben, kurz vorm Ziel. Und ja, ohne euch wäre es nie möglich gewesen. Ich bin auch niemand Besonderes oder irgendwas. Mir war es nur möglich, die Punkte zu verbinden, die eben alle Bastler in den letzten Jahrzehnten oder was hinterlassen haben. Ne? Also vielen lieben Dank an euch Bastler, nicht, ihr braucht mir überhaupt nicht danken, ich bin okay, Jesus, irgendein Scheiß, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, das ist ein übelst einfacher Scheiß. Ja, es ist, wie sagte Micha vor uns, es gibt zwei Unendlichkeitssachen oder so, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, es ist so alles unwichtig, ne? Aber nee, es gibt, ach ja, ob das Universum unendlich ist, das wissen wir nicht, aber die Dummheit der Menschheit, die ist unendlich. Und ich denke jetzt wirklich einfach nur eine riesen Dummheit, sag ich mal, ein Fehler, naja, egal, lass uns nicht nach hinten gucken, wir haben schon oft zurückgeguckt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal auch für die ganzen Zuschauer auf YouTube, die ja immer die Videos gesehen haben. Ich habe es ja auch selber gesehen, weißt du, von overunity.com oder ich will jetzt hier keinen auslassen oder so. Alle, die ganzen Bastler, ob nur Segler und Bob, Atze und Achim und alle vom NBN und ne, jeder Kommentar oder was, wir haben ja dran geglaubt. Ne, und das, ja, das brauchen wir nicht mehr glauben. In diesem Sinne, lasst kranken. Tschüssi.